Spiele an einem Dienstagabend sind selten welche, die Begeisterung hervorrufen. Wenn es dann noch gegen Augsburg geht, sowie Overtime und Penaltyschießen dazukommen, dann sinkt das Stimmungsbarometer in den Keller. Gut nur, dass die Adler am Ende wenigstens den Extrapunkt gegen die Panther einfahren konnten. An einem Abend, den man schnell vergessen sollte. 4 Siege in Folge, Spitzenposition verteidigt, abhaken, das Motto. Unter Strich war das in Ordnung. Ich glaube, beide Mannschaften waren, man hat das auch gemerkt, dass diese englische Woche ist richtig angetroffen für beide Teams. Es war wenig Tempo und sehr viele Scheibenverluste. Aber wir sind auch aus dem Rückstand einen Weg gefunden haben, mindestens in Penalty zu gehen. Und hat Jury auch mehr Stops wie Mason und das war für die 2 Punkte okay. Ein mild gestimmter Manager also nach dem Spiel. Das Spielen selbst fiel einem müden Mannheimer Team schwer. Der sportliche Höhepunkt war das Tor zum 2:0 durch Sinan Akta, der in Mannheim immer mehr zum absoluten Leistungsträger wird. Diese Führung nach knapp 13 Minuten war aber Gift für die Adler, die danach in den Verwaltungsmodus zurückschalteten, während Augsburg immer besser ins Spiel kam und dann auch traf. Und zwar genau 3-mal. Nach 42 Minuten war nicht nur die Führung dahin, sondern Mannheim erstmals in Rückstand. Wenigstens erwachten die Adler nach diesem unglücklichen Gegentor und zeigten in der verbleibenden Zeit deutlich mehr Engagement. Was dann auch belohnt wurde. Durch den 2. Treffer von Sinan Akta. Die Fans wachten nun auch auf aus ihrem Tiefschlaf. Die Atmosphäre glich zuvor eher einem Klassikkonzert. Es war halt ein typisches Dienstagabendspiel. Ich muss auch ein Kompliment geben auch zu den Fans, die da waren. Die hatten auch uns, wenn wir im Rückstand waren, ein bisschen lauter gegangen. Und natürlich das hilft, das Energie, was wir brauchen. Und man hat auch gesehen, dass das, das ist eigentlich ein Vorblick auf was uns kommt. Und das müssen wir schauen, dass wir von dieser Spielweise auch ein bisschen lernen und vorwärts gehen. Wir haben 2 Top-Gegner jetzt auf dem Wochenende. Es ist Ingolstadt, eine sehr gute Mannschaft. Und jeder weiß, dass Straubing ist, kann man auch vergleichen mit Augsburg. Ein sehr unangenehmer Gegner für Mannheim. Und das müssen wir schauen, dass wir auch die Punkte vor Weihnachten haben, dass das frohe Fest ist.